So, jetzt habe ich die richtige Zeit. Die Rücktour kann ich denn so fahren? Die Rücktour kannst du ganz normal über Tanto fahren. Ja, ja, ja. Naja, ich meine, die Umleitungsstrecke, die war so schlecht auch nicht. Das habe ich gesehen. Aber das ist eine ganz schöne Rallye-Strecke teilweise. Na, drin sind das Kopfsteinpflaster, ist schon nett, ja. Ja, und dann vor allen Dingen, du kennst die Strecke nicht. Also ich jetzt. Ja, schön kurvig. Und da musst du immer aufpassen. Ne? Ja. Und da eine S-Kurve ist da drin, mein lieber Mann. Stellt euch auf die Gegner ein, das ist schlimm. Bin ich aber runtergegangen. Ne? Aber wir haben einen Wechsel, ist alles okay. Ich bin vorbei. Warte mal, ich bin hier auch. Sonnabend. Komm, Jesse. Ach, er ist zurück. Siege! Mal Abzeller, wa? Das war gerade zu auf dem Spiel. Wenn sie den Ball abfangen, sind sie durch. Einer sichert hinten eine Abwehr, ja? Gestern beim Schönungsspiel, beim Video, man konnte das recht gut erkennen alles. Freut mich doch glatt. Ja, nee, ich bin noch mal meine Notizen durchgegangen anhand des Videos, ja. Und in ein, zwei Fällen habe ich sogar noch mehr Klarheit gekriegt. Nee, war wirklich recht gut zu sehen. Ich meine, wenn du die Spieler kennst, dann ist das mit den Nummern auch nicht so schlimm, ja. Denn das ist ja immer, bei der Kleinheit der Aufnahmen ist ja mal ein Problem, ne? Aber kannst du auch Vollbildschirm machen. Was kann ich? Vollbildschirm. Naja, das mache ich ja. Ach so. Mache ich ja. Ich dachte, du meinst jetzt im kleinen Videofenster. Nee. Alles gut. Nee. Ich habe ja auch ich mache ja mein Internet auf meinen großen Fernseher und da kriege ich ganz gut Bild drin. Nicht zum Spielfeld. Es ist Einwurf blau. Nur die Eckfahne zählt zum Spielfeld. Und spielen. Ja, ist doch egal. Und der hat die Aufkleidung. Schön. Ah, schade. Ich habe aber schon gesehen, der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, aber vielleicht hat er sogar recht. Er hat mit Sicherheit recht. Auf keinen Fall einen Grund zum Aufregen. Also ich sag mal so, im Spiel, also in einem normalen Spiel, da steht ja kein Tor an der Dings, ne? Ist richtig. Im normalen Spiel ist natürlich... Das ist schon wirklich ein ganz seltener Fall, dass der Ball an Pfosten geht, ja, aber... Ja, ich glaube, er hat doch recht. Die Spielerinnen haben es wahrscheinlich schon anders erlebt. Ja, ist auch das erste Mal. Sonst ging es eigentlich immer weiter. Ich habe es auch noch nie gesehen. Also, der macht doch einen guten Eindruck, der Schiedsrichter. Ja, übernehmen die, geh nicht hin. Ja, wie einer nur.
Ich denke schon, wie er mit dem Spiel jetzt gesprochen hat. Also. Ah, schade. Unter Kontrolle. Ich weiß gar nicht, was du hast. Naja, wenn ich jetzt Tanto Krakauer wäre, wäre mir das Herz in der Hose gewesen. Dran. Sie macht die drei Schritte nach vorne. Bleibt sie stehen, passiert gar nichts. Ja. Bleiben wir mal stehen. Und spielen? 5 Meter sind 5 Meter. Ich würde alle Schiedsrichter mit einem elektronischen Weitenmesser ausstatten. Aber so was gibt es doch bestimmt, oder? Mit Sicherheit. Hör mal. Dann legst du einmal die Route an und dann alle klar. Denn 9 Meter und 5 Meter, das halten die wenigsten ein. Das ist mehr so eine Spaßregel geworden. Finde ich. War gut gehalten, müsste eigentlich pfeifen. Naja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ermessensspielraum. Das ist doch aber kein griechisch-römisch. Hätte er gepfiffen, hätte es hier ohne gefallen. Na, dann hätte er ja für blau pfeifen müssen. Nö. Doch. Appenzeller hat gehalten. Nein, Appenzeller wurde gehalten. Was hast denn du für einen Blick? Nein, sie hat gehalten. Oh. Also dann auch, aber. Ah, schade. Jesse, Steffi, du bist so offensiv, ja? Kannst du den nachweisen? Das war jetzt in der 44. Minute, 45. Kannst du nachchecken? Du siehst, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Gegebenenfalls. Ich kann ja auch Unrecht haben, will ich gar nicht sagen. Ja,
Schade. Ja, mach, mach. Caroline, Jessica, Caro. Wiebke für Caro und Sohn. Svenja für Pauline links außen. Aki für Jessica Abwehr. Dreierwechsel. Luftholpause. Damit los jetzt, Junge, wo spielt? 2-0. So, konzentrieren! Was denen fehlt, ist ein Knipser. Ein Knipser. Bleib da und dann, wenn sie kommen, schubst du auf, ja? Schulz, sie spielt mit so. Von Deutschland. Ja.
Schade. Übertragen die überhaupt die Weltmeisterschaften? Irgendwo mit Sicherheit. Ich hoffe, er war auf Polen mit die was übertragen. Mit Sicherheit. Ach Mann. Aber die deutschen übertragen, wo ist die deutsche Spiele, war? Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also ich dachte, du bist es besser. Nee. Das hat mich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich interessiert. Ich auch nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe bloß gestern in der Bundesliga die spontanen Proteste gegen Katar gesehen und war sehr verwundert, dass alle die gleichen Bänder hatten. Da muss doch irgendeiner das finanziert haben, wa? Das war der Protest, der spontane Protest der Zuschauer. Achso, erstaunlich, ja. Wen interessiert schon Bundesliga? Ja, da hast du recht. Mich interessiert nur RB Leipzig und Union, vielleicht noch Hertha. Ja. Und dann ist bei mir auch schon aus. Ach, schade. Na, hör auf. 18 Minuten noch. Was denkst du? Ich hoffe, dass mein Akku hält. Der passt dann nicht. Der passt dann nicht. Nein, für mich? Ja, für dich, das ist schön. Obwohl, ich könnte natürlich auch dann mal Kamerawechsel machen. Humpeln. 2 mal 10 sind 20. Gut spielen. Achso, eine Welt in der Wiese? Nein. Oh mein Gott. Polina ist Abwehr jetzt. Einer geht raus. Oh, ja. Da. Ich bin ja gespannt auf heute Nachmittag. Ja. Gegen wen spielen die? Super, ganz stark. 17.
Andreas, aber deine Kippen machst du nicht jeden, ne? Zerrottet schneller als Plastikmüll. Ich wollte erst sagen, Andreas, du rauchst zu viel, aber dachte, ich hätte die Kurve gekriegt, aber das war ja auch nicht gut, was ich danach gesagt habe. Ich möchte mich entschuldigen. Ja, ja, mach das. Was sagt deine Uhr? Zeig dir gleich. Meine Uhr sagt noch 12,5 Minuten. Naja, dann wird es ja wohl halten. Dein Akku. Na, ich hoffe. Noch mehr Stulle, Pauline. Aber mit glühender Zigarette sind die nie aufzuladen, war die? Und wer ist ja noch voll? Wie haben die C-Junioren eigentlich gespielt? Garz hat 5:0 gewonnen. 5:0? Beitrag ist bei dir auf Facebook. Ja, ja. Ich frage bloß mal so. Ich habe mich noch nicht so für interessiert jetzt. Hatte andere Probleme zu lösen. Tijo, wir haben Einwurf, ja? Das war gegen Kasus pro Schöno, ne? Achso, ohne Herz. Spielen die eigentlich ihren Tanto mal? Wahrscheinlich im Pokal, aber das weiß ich noch nicht. Für Deutschland. Ich kann es nicht lassen, ich weiß. Alle guten Dinge sind drei. Na, hier sind jetzt schon mal mehr Tore in diesem Tor gefallen als im ganzen Spiel. Sagen wir mal so, deine rote Jacke ist ja ein gutes Ziel, ne? Auf jeden Fall. Was ist denn noch? 10. 9,5. Steffi. Komm, 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 komm,
aber das mit dem Gipfel wirst du in meinem Artikel wiederfinden. Hm. Das ist wirklich ein Problem für Zino. Ja. Ja. Alles gut, hast du super gemacht. Halten gut, mitspielen noch gut. Ja. Und vor allem, sag ich mal so, guck mal, wirklich gut gegen den Ball. Also, ja. Ach, schade. Ah, schade, schönes Ding. Ja, einfach mal draufhalten. Die haben keinen Knüpfer. Den hätte meine Oma noch mit dem Stock reingemacht. Ich kenne deine Oma nicht. Aber die ist auch schon ein paar Jahre nicht mehr da. Schon. Guckt von oben zu. Ja. Zufällig gesehen, wer das war, ja. Nee. Oder? Nee. Du musst nachher Video gucken. Ja, wenn ich Zeit habe. Ich muss heute den Bericht von der A-Union sowieso noch schreiben. Und dann habe ich voll zu tun heute Nachmittag. Und vorrangig hat das Spitzenspiel hier Ramsow-Iran. Bin ich auch mal gespannt. Den werde ich gleich in meinen Computer hämmern. Jawoll! Die haben eine Knipserin. Ja, musst einfach nur aufpassen und an der richtigen Stelle sein. Alles gut. Achso, ja. Das heißt ja. Da hast du recht. Also rein von den Chancen her, ne? Rein von den Chancen her hätte es 3-3 springen können. Das passt hier doch gar nicht.
Tor für Deutschland. Liebe Wechsel. Ja, ja, mach. Svenja und Steffi, bitte. Jessica wieder Abwehr. Pauline geht vor für Steffi, ja? Danke. Caro spielt links außen für Svenja. Jessi, komm mal, mach du mal. Ja. Ist die lange noch ausgeruht? Ja. Das Spielfeld ist. Ja, das kannst du werden. Und spielen. Das stimmt aber nicht. Einfach der Bierlanger. Also, ich glaube, ich hab uns hier. Ich hab uns Ball. Ey, die ist frei hier. Lass sie mit. Was sagt die Zeit, Chef? 3 Minuten. Hacke sich 2. Also, ja, 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob man nachspielen lassen muss. Nee, also ich, war doch keine Unterbrechung, oder? Ne? Nicht wirklich. Außer die Diskussion um den Vortrag, was man. Oh, das hat auch nicht so viel. Ich sah der Pfeifpünktli ab. Ist nämlich ein ganz korrekter Mecklenburger. Ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel. Ganz sauber. Ja. Diese Ballbehandlung, ich bin total begeistert. Ja, so bin ich. Ein bisschen Spaß muss sein. So, das sind die letzten Züge. Ah. 4-0 wäre auch so. Gesehen? Nee. Also, entweder Krampf oder Ball abgekriegt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Seite nehmen! Ist wohl nicht weiter. So. Mal spät machen, da ist nämlich ein A-Junior im Spiel. Du bist in Schönau, ne? Hast du gesagt? Ich fahre nach Schönau. Die fangen zum Glück erst 15 Uhr an. Ja, ja. Deswegen kann ich auch die zweite Halbzeit auch noch sehen, wenn ich aus 4 Uhr komme. No, jetzt macht er aber Zusatzfeld hier. Hm.